Manni, der Busfahrer, ich fahre ja auch im BVB und die können ja vor allem über sich selber lachen, aber noch lieber lachen die über die Schalker, wa? Und da hat mir der Aki Watzke neulich im Bus einen Witz erzählt, hat er gesagt, die Frauenbeauftragte vom Bundestag schickt an alle Vereine in die Liga ein Rundschreiben, wo drin steht, bitte nennt doch auch mal ein Stadion nach einer Frau, wa? Ja, die einzigen, die sich melden, das sind die Schalker. Da ruft der Aufsichtsratsvorsitzende von Schalke, der Tönnies, ruft bei die Frau an vom Bundestag und sagt, wir machen das. Ist die Frau voll begeistert, sagt, okay, wie soll denn das Stadion heißen? Sagt der Clemens Tönnies, dem Ernst Kuzorra seine Frau Stadion. Das ist Schalke, das bringen nur die, aber ich liebe den Club trotzdem. Geile Fans, geiles Stadion. Also, bis morgen, hasta la Weihnachten.